Von kühlender Kleidung, mit der man den Hitzesommer überstehen soll. Das heißt, eine Klimaanlage zum Anziehen. Über Wohnzimmerpflanzen, die nun hauseigenen Strom erzeugen. Unsere Reporterin Imke hat auf dem alten Flughafengelände in Berlin-Tegel die grünen Trends von morgen aufgespürt. Los geht's mit diesem Gefährt, das welterste E-Tretboot der SeaCycler. Das ist ein E-Bike fürs Wasser. Mühsam abstrampeln ist offenbar out. Durch elektrische Unterstützung kann jeder auch ohne Führerschein mit bis zu 30 km/h über Deutschlands Gewässer heizen. Zugegeben, es erinnert eher an ein Luxussportboot inklusive Kühlbox und Bordlautsprechern als an die klassische Tretmühle. Und das E-Tretboot kostet 39.000 Euro, ist also eher nichts für den Privatkäufer, sondern soll schon bald bei Deutschlands Verleihern angeboten werden. Der Sommer kann also kommen und die passende Abkühlung gibt's einen Stand weiter. Imke probiert die im wahrsten Sinne coolste Kleidung der Welt. Es kühlt, aber wirklich. Ich habe ein Wasserreservoir am Körper, das mich den ganzen Tag mit Verdunstungskälte versorgt. Und dadurch mein Körper kühlt. Dafür die Kleidung nur einmal nass machen. Nachhaltig können diese Shirts oder Caps den Körper bis zu 20 Stunden angenehm kühl halten. Und dann? Beispielsweise, ich liege an der Isar in München und mir ist gerade wahnsinnig heiß. Dann kann ich, falls es nicht mehr kühlt, die Jacke in die Isar kurz halten, dann wird es nass und dann kühlt es automatisch wieder. Ja. Verrückt. Kostenpunkt 70 bis 180 Euro, je nach Modell. Auch Haustiere haben eine eigene Kollektion und für zu Hause gibt es kühlende Bettwäsche oder sogar Kühlvorhänge. Das Thema Hitze spielt auf der GreenTech-Messe dieses Jahr auch in der Arbeit oder im Homeoffice eine große Rolle. Wie wäre es also mit klimatisierten mobilen Tiny-Büros? Wir haben hier 5G-Internet, wir haben ein Videokonferenzsystem. Die Idee und auch immer noch unsere Vision, dass wir zukünftig die Häuser überall haben. Also wirklich so wie Carsharing-Modell in einer großen Stadt, dass du einfach per App dir für eine Stunde, für zwei dich einfach in einen kleinen Raum zurückziehen kannst. Es gab Studenten, die einfach bei uns reingekommen sind, weil deren zu Hause das Internet zusammengebrochen ist. Offene Fragen zum Beispiel zu Toilettengängen sind noch nicht geklärt. Momentan können die Minibüros nur auf großen Veranstaltungen gemietet werden. Für alle, die kein Homeoffice machen können, wie zum Beispiel Schichtarbeiter, findet Imke die gesündeste Minikantine. Wir haben gehört, hier gibt's Essen. Ja. Das hier ist kein gewöhnlicher Snackautomat. Nein, hier drin findet man frische und ja gesunde Gerichte, die gleich gegessen oder vorher warm gemacht werden müssen. Imke bestellt die vegane Thunfisch-Protein-Bowl per App, die in 10 Sekunden fertig ist. Sehr, sehr lecker. Aber ich kann ja nicht jeden Tag Chicken Masala-Protein-Bowl essen. Gibt es da irgendwie Alternativen? 150 Hauptgerichte heute im Sortiment allein und 100 kleine Speisen. Und die rotieren dann die ganze Zeit im richtigen Mix für den Standort. Die Mahlzeiten kosten je nach Bezuschussung durch die Firma zwischen 3,80 Euro und 10 Euro und werden immer frisch und mit nachhaltigen Produkten von deutschen Zulieferern zubereitet. Als letztes entdeckt Imke diese Wohnzimmerpflanzen, die durch Mikrobakterien bis 40 Watt Strom erzeugen können und somit LED-Lampen zum Leuchten bringen. Und vielleicht irgendwann das Prinzip auf einen Wald, sag ich mal, anwenden würden, könnte man damit vielleicht die Stadt mit Lichtern versorgen. Damit lässt sich auf jeden Fall in eine grünere Zukunft blicken.